Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helos TV. Eine weitere Episode Let's Play Together the Forest. Wir haben ein Problem. Beziehungsweise hatten und versuchen es zu beseitigen. Erstmal wird natürlich wieder mit dabei Kodiak, der hola, schon wieder fleißig am Knochen sammeln ist. Hola. Wir hatten leider ein Problem mit dem Speicherstand, der uns irgendwie abhandengekommen ist. Deswegen mussten wir erstmal wieder alles so weit herrichten, beziehungsweise weit spielen, dass wir auf dem gleichen Stand sind, wie wir aufgehört haben. Wir haben gerade einen Angriff gehabt, die haben uns den Aufzug abgerissen. aber nach den Tipps von Lasse und unserem kleinen Sheriff haben wir uns jetzt vorgenommen, das Bootshaus zu bauen und diese Base ja jetzt einfach nur so stehen zu lassen und mal ab und zu hier so als, ich sag mal, Expeditionsbasis zu nutzen. Soll die mir nochmal fertig oder soll ich mittippen für den Fall der Fälle, dass unsere Zuschauer eingeschlafen sind? Du kannst ruhig mittippen, wenn du willst. Okay, alles klar. Gut, also long story short, wir haben einen neuen Plan und den setzen wir jetzt heute in die Tat um. Sorry für Floschis Gelaber, ist halt manchmal einfach so. Ist halt einfach manchmal dumm, ne? Ich eifere einfach meinem Kodiak nach und... Ja, klar, jetzt krieg ich wieder die Schuld hier. Dann wieder einer hier oben. Wo oben? Was oben? Oh, was wollen Base. Die denn hier? Was haben die denn hier für Probleme? Wir leben hier doch, wir sind... Hier, die rennen einfach durch, siehst du? Guck, die rennen durch, ne? Das Problem ist, wir stellen uns denen in den Weg und dann drehen die nämlich am Teller. So, jetzt holen wir hier diese komischen Lappenwagen hier und dann jagen wir jetzt mal ein bisschen Holz. Ja, jagen ist auf jeden Fall der richtige Fachbegriff dafür. Folge mir. Flecken mal hier vom Fähren hier. Paar Federn, du. Ach ja, ich habe jetzt die Kettensäge. Warte. Ja, sollen wir nicht erstmal irgendwie Richtung Standort neue hier fürs Bootshaus oder willst du das Ding dann wirklich da unten hinklappen? Ich will das da hinbauen. Ich bin der Baumfäller, du holst die Stöcker und brauchst alles. Also ich jag die alle in die gleiche Richtung. Auch für diesen Tipp herzlichen Dank. Sehr geil. Warte. Oh, der ist ein bisschen abgerutscht. Zeig es uns nochmal. Okay, warte. Den will ich jetzt zum Beispiel auf Floschi fallen lassen. Und gegentreten. Und gegentreten. Und auf den Dicken drauf. Hey, ich, boah, ich hätte dich so platt gemacht, ey. Ich stehe in Arschlag. Los, komm. Fall auf den Dicken. Und Poppet! Der war ein bisschen komisch gefallen. Den da oben hol ich mir auch noch. Ich glaube, das Ding ist voll. Hol noch mal den zweiten noch. Alter, das Teil ist einfach voll, du. Wie schnell ging das denn? Okay, den kriege ich irgendwie jetzt gerade nicht. Das klappt nicht. Na egal. Vielleicht muss ich das mal machen. Nein, das fügt noch weniger funktionieren. Juhu! Oh, nice, nehm ich mit. Dö, los geht's! Let's go! Mal sammeln. Zack, noch den noch drauf. Zack. Und dich nehm ich mit. Und dich nehm ich mit. Hä? Wo sind die denn alle hin? Dich nehm ich mit. Wo sind denn noch welche? Hab ich hier noch welche? Nee, ich glaube, das war's. Oh, ein dickes Koko, Floschi. Oh, jo. Alter. Der kriegt, glaube ich, einen Pfeil im Kopf, würde ich mal sagen. Das ist ja. In deine Birne. Also, du kannst auch einfach jetzt den Bogen nehmen, ne? Wenn ich Pfeil hätte, ja. Ich bin auch eher der Stumm. Jo, was geht ab? Was das ist voll weggefetzt bei mir. Liegt jetzt bei mir hier unten. Ne, bei mir liegt das hier oben. Ach, krass. Cooles Spiel. Cool programmiert. Gefällt mir. Ah, leckeres Fleisch. Miam. Ja, komm, dann nimm mal hier diese komischen Wegelchen mit. Bitte versenk es nicht wieder. Bitte, Danny. Hä, wie kommst du darauf? Das ist nie passiert. Ah, okay. Achso, warum haben wir die Folge auch gelöscht? War das auch nicht gelöscht? So, wir haben uns hier den See auserkoren. Der ist ja hier quasi nichts. Direkt vor der Haustür. Haben wir es auch nicht so weit und die Rohstoffbeschaffung wird etwas einfacher sein und vor allen Dingen auch der Umzug. Weil beim letzten Mal, ey, geh mal weg da. Was machst du, ey? Ja, hast du keinen Führerschein oder was, Junge? Nee. Mein Gott nochmal, ey. Ich will diesen Holzkarren. Weißt du? Oh, ich muss nochmal kurz
muss mal kurz die Holzknochen aus dem Feuer holen, sonst sind die gleich alle weg. Also, ich glaube, ich Asche da drin. Ah, Mist, ist glaube ich schon zu spät. Sauber. Ja, alles du bist verbrannt. Profi. Ja. Ja, ich wollte demonstrieren, dass man halt die Sachen, die man ins Feuer legt, nicht zu lange drin liegen lassen darf. Also insbesondere halt Mutanten, Arme und Beine. Okay, was hat er hier? Und also wenn ihr es halt zu lange drin liegen lasst, dann verbrennt es halt einfach. Ja, das wollte ich euch jetzt einfach damit einmal kurz demonstrieren. Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr selber spielt, auf keinen Fall die Sachen zu lange drin liegen lassen. Ich bin dann einfach eine freundliche Natur und muss den Menschen einfach helfen. Kleines Wettrennen, Dickerchen? Nee, ich musste gerade die ganze Zeit mein Gesicht verziehen und mich. Ja, nee. Ich habe einen Unfall gebaut. Alter, ey, du bist auch. Echt... Was ist das denn jetzt schon wieder? Meiner kommt jetzt auch. Läuft. Sag ich doch. Scheiße, jetzt hab ich sie, glaube ich. Weißt du? Aber ich... erstmal so schön wieder, was bist du denn für ein Ich hab meinen jetzt hier hochkant eingestellt. Ich den da wieder weg? So. Komm. Ey, das ist doch. Baue ich das Ding mal hier einfach hin. Ja, krieg da wieder hin. Kein Problem. Okay, das Ding hat auf jeden Fall ein Paddel. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir das durch die Gegend fahren können. Nice. Dann setze ich das nämlich jetzt mal hier hin. So, jetzt brauchen wir nur noch Baumstämme. Zack, zack. Zack, zack. Läuft. Hey, wenn wir das so... Läuft er hier. Wir hätten uns direkt von Anfang an die scheiß Muttersäge holen sollen. Das wäre alles viel zügiger gegangen. Ich habe dir das von Anfang an gesagt, du hast gesagt, nee, das können wir nicht machen. Genau. Ja, fand ich doof von dir von Anfang an. Also wir hätten die schon halt viel früher, aber Floschi ist halt einfach eine Lido. Ja, nur Sepp. Oh, ich schieb dir jetzt die Echse hier vor mir her. Auch nicht schlecht. Vielleicht töte ich sie irgendwann. Dann haben wir direkt nochmal wieder ein bisschen Fleisch gewonnen. Lauf, lauf, lauf. Hey, hey. Wieso bist du eigentlich so langsam? Ich bin doch eigentlich langsam. Viel dicker und viel langsamer, aber guck mal, ich überhole dich jetzt links. Warum? Ich hab die Äxte noch hier. Ah, das schaffe ich. Boah, ist auch eine geile Lichtung hier, Flaschi. Nein. Was heißt denn nein? Nichts. Hey, hey, auf mich, komm, komm, gib's mir. Oh ja. Ja, nice. Nein! Ah, der ist in die falsche. Ah, Mist. Ich setze einen Zehner, dass du das Reh damit erschlägst. Und dann wieder prahlst, so, ich hab einen Reh gejagt. Oh, das schaffe ich wahrscheinlich wirklich. Warte mal. Wo ist es? Bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen. Bambi, bleib mal stehen. Okay, der haut ab. Ein Affe, der hat Angst. Kann ich aber auch verstehen. So, das ist doch hier. Weißt du, das sind Geräusche nach meinem Gefallen. Ne? Das sieht auch echt professionell aus bei dir, muss ich sagen. Ja, ja. Ich bin. Endlich mal, was du kannst. Was du kannst. Endlich mal, was du kannst. Ich hänge einfach zu lange mit dir rum. Ich, weißt du? Ja, jetzt solltest du einfach den Mund zulassen. Ja, besser ist das, besser ist das. Besser ist das. Zumindest wenn ich in deiner Gegend bin. In deiner Gegend bin. Heute klappt's, ey. Zu lappen. Meinst du, das reicht schon? Ja, 18 Stück noch. Das müsste auch passen, ne? 3, 6, 9. Hier sind 8 drauf. Da sind 12 drauf. 20 haben wir jetzt. Dann passt das nicht. Dann haben, wir plus 2 zu viel. Oh, wow. Da musst du jetzt noch mal ein bisschen klug scheißen, ne? Ja. Ja, meine lieben Leute, das ist mal wieder unser Floschi, die wir weder schätzen noch lieben. Komm mal, ich glaube, wir müssen oben lang. Ich fahr oben lang. Das passt. Komm. Ja, sicher. Mach euch. Du kennst dich ja damit aus. Oh Mann, ey, wieso kommt man hier jetzt? Wieso ist der Regen jetzt so mega laut? Komm schon. Ah. Ist auch schon geil, wie ich einfach mal so eine Tonne Baumstämme da den Hügel hochschiebe, ne? Das ist ein Spezialkarren. Also ich würde mal sagen, das läuft. Das ist kein Spezialkarren, das ist einfach meine schier unmenschliche Kraft.
Ich denke mal, das wird einfach über die Maus laufen oder so. Weißt du, du meldest dich bei dem Spiel an und das sieht sofort, was du für ein Typ Mensch bist und dementsprechend kriegst du auch einen Charakter. Und meiner ist halt einfach übermenschlich stark und deiner ist halt einfach dick. Ich dachte, jetzt kommt, deiner ist einfach übermenschlich dumm. Ja. Ja. Was ist das hier für eine Scheiße? Gut, Floschi. Schön abgesoffen bist du. Ja, sorry, ich stelle mich gerade ein bisschen an wie Danny. Tada! Ja, ich hab's fertig gebaut, ey. Was hast du wieder? So. Los geht's, mein Padawan. Paddel mich durch die Gegend. Ich bin der König der Welt! Ach, nee, das ist auf jeden Fall ziemlich geil, wie schnell der rudert. Wenn man mal bedenkt, wie kacke groß das Teil ist. So. Ich würde sagen, jetzt sind wir hier auf der Mitte des Sees, oder? Ja, das ist gut. Ey, das ist richtig heimelig hier. Kann man hier jetzt eigentlich auch diese Pontons, dieses freie Bauen benutzen eventuell? Was kann man dich vielleicht jetzt auch... kann man jetzt hier rummachen? Ah, oh, ah, oh, ja. Oh, ey, komm, hau ab. Ey, sag mal, hau ab. Ist ja ekel... Igitt, ey. Kann man jetzt irgendwas Tolles bauen? Oder... Weiß ich nicht. Ich will noch... Oh, das große Floß gibt's auch. Es wäre ja schön zu wissen, ob man das eventuell irgendwie erweitern kann, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also es ist wohl anscheinend echt nur so ein Rettungsfloß für die Hilos. Also für dich. Für uns. Ja, toll, toll. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Rückzugsort. Und jetzt fällen wir noch viel, viel mehr Bäume und bauen uns eine neue gigantische Megabase, yeah. Weißt du? Wo denn? Weiß ich nicht. Auf dieser Lichtung, die du gerade gesehen hast? Also auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal was essen. Ja, es wäre jetzt natürlich tatsächlich mal interessant, ob man das Schiff jetzt noch irgendwie erweitern kann. Oder ob das jetzt wirklich alles ist, weil dann wäre das ja natürlich jetzt ein bisschen mau irgendwie. Okay, jetzt wird natürlich auch der Regen bei mir ganz schön laut. Naja, haben wir wenigstens mal wieder ein bisschen Wasser in den Dingern da drin. Ah, lecker, köstlich. So, also... Das war jetzt der erste Plan für den heutigen Tag. Der ist jetzt soweit erledigt. Richtig. Gut. Das heißt, jetzt wird erstmal gegessen. Wir müssen jetzt erstmal was im Magen haben. Erstmal Grill anschmeißen und einen Kasten Pilz aus dem Kühlschrank. Gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch den Kasten Pilz haben, aber... Ja. Ach, jetzt erstmal schön ein bisschen Ruhe. Hier, das ist doch dieser Kühlschrank, den du gebaut hast, bei dem ich hier gerade bin, oder? Genau, richtig, ja. Das ist das tolle Ding, was du gebaut hast und was überhaupt gar keinen Sinn hat. Das stimmt so nicht. Das Problem ist halt einfach nur, du erkennst wieder einmal nicht, welchen Sinn dieses Gebilde haben könnte. Das ja. ist einfach immer dein grundlegendes Problem. Könntest du mir das dann vielleicht näher bringen? Weil ich das ja so hat auch den ganz einfachen Hintergrund, dass du es nicht verstehen wirst. Deswegen werde ich es dir auch nicht erklären. Ah ja. Okay? Ja, okay. Super. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, ich esse jetzt erstmal ein bisschen Kroko. Das ist nämlich richtig lecker, das Fleisch. Kroko? Oh, mh. Und dann trinke ich noch was. Oh, hier sind noch... Nee, scheiße, das wollte ich gar nicht. Mist, jetzt habe ich das... Ah, jetzt habe ich das Fleisch. Hier ist gleich noch Fleisch fertig, Flushy. Wo? Kannst du dir jetzt... Hier, das gilt hier vor sich hin. Ist aber nicht. Oh, das ist schlecht. Ich sehe hier ist nur... Auch mal wieder richtig kacke gemacht. Ach komm, wir packen jetzt, noch den jetzt... Kopf drauf. Ja, den Kopf sehe ich. Soll ich den essen? Ja, hau weg. Gönn dir. So, okay, das haben wir jetzt soweit gemacht und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal wirklich einen vernünftigen Standort für eine geile Base bekommen. Weißt du, mal so eine richtige Luxus-Base. Also Base, die 35. Nee. Du darfst halt nicht vergessen, man muss sich bei diesem Spiel halt auch einfach stetig weiterentwickeln. Ja, das stetig und klappt bei uns halt irgendwie nicht. Das dieses ist halt Weiterentwickeln das auch nicht. Okay, das siehst du vielleicht so, das sehe ich aber jetzt erstmal grundlegend ganz anders. Ne? Was war denn gerade da unten mit der Lichtung? Was ist denn mit der? Ja, da will ich jetzt ja nochmal gucken gehen. Lass mich doch mal eben kurz einmal die Lage checken und dann werde ich mich schon rechtzeitig bei dir melden, ob das dann jetzt für unsere Base in Frage kommt oder auch nicht. Ja. Oder eventuell noch was anderes. Ne? Mhm. Ja, klar. Aber du kennst das halt, gut Ding will Weile haben. Nee, das kennst du ja nicht. Du kommst ja nicht dazu, irgendwas mal gut Ding zu machen. Richtig. Aber das sieht mich auch nicht schlecht aus da gegenüber. Könnte man eventuell so eine zweigeteilte Base bauen. Dann sind wir natürlich wieder relativ dicht an einem eingeborenen Dorf. Was, wo, wie, wann? Wenn du jetzt quasi hier über den kleinen Fluss drüber schwimmst auf die andere Seite. Nee, ich habe hier gerade nur Geräusche gehört.
Ich komme in deine Richtung. Okay, dann komm mal in meine Richtung. Komm mal in meine Richtung, du Tüdi, du. Ich werde verfolgt. Von 1, 2, 3, 4. Das ist hier doch eine Lichtung, ey. Das ist doch eine Lichtung auf unserem Geschmack, weißt du? Ich habe hier wieder zwei. Ja, dann bring die mal nicht mit. Mach mir da hinten am besten fertig. Versuch nicht zu sterben. Ey, also wenn das hier mal keine Lichtung ist, dann weiß ich auch nicht. Also hier kannst du ja wohl alles hinbauen. Alter, yo, die können ja den Abhang hochspringen, oder was? Ja, das ist nicht verkehrt, ey. Kommst du klar oder muss ich dir wieder helfen? Ja, ich komme einfach mal hin. Es ist ein Trauerspiel. Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde mir auch echt wünschen, dass wir interessanteren Content bieten, aber mit dem Typen hier ist einfach. Ja. Ja, das ist einfach scheiße. Es ist einfach vorbei, weißt du? Da kannst du einfach nichts machen. So, ist der andere Kackvogel jetzt hingerannt? Ich bin bei dir. Der kommt zu dir. Hinter dir. Ja, da. Erstmal, darauf trinke ich mir erstmal eine Coke. Ja gut, er hat halt gesehen, dass ich jetzt komme, ne? Ja, klar. Da wäre ich wir könnten ja nochmal versuchen, Knochen zu verbrennen. Hast du ja gerade so gut hingekriegt. Ja, kein Problem, kann ich jederzeit machen. Jetzt schnappt ihr hier mal den komischen Gabelstapler. Und dann gehen wir mal zu unserem neuen Baugrund. Was für ein... So. Und dann gleich wieder hier von unseren lieben Zuschauern direkt erstmal wieder eine Einschätzung, ob man diesen Bauspot, was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Bäume? Muss hier doch irgendwie durchkommen. Ob man diesen Bauspot tatsächlich nutzen kann oder ob der scheiße ist. So, dann hier lang, dann schiebe ich da lang. Wo geht der wieder hin? Er versenkt die Karre wieder. Nee, alles gut, ich bin schon an Land. Alles safe, ich bin hier komplett safe, alles in Ordnung. Ich habe überlebt, der Karren, der funktioniert noch einwandfrei. Also ich weiß nicht, wovon du redest. Aber du baust ja jetzt quasi gleich wieder in so eine... In so eine Art, ja... Ja, aber Frage, ob das hier jetzt die Base ist tatsächlich. Und selbst wenn es eine Base ist, hier sind überall Bases. Egal wo wir bauen, hier werden überall diese verkackten Zombies sein. Und die haben halt richtig viel Space. Guck dir das mal an. Hier kannst du alles hinbauen. Hier kannst du richtig Enrage gehen beim Bauen. Ja, dann geht doch mal Enrage. Also ich fange jetzt auf jeden Fall schon mal an, hier so ein paar Bäume platt zu machen. Guck mal, wir sagen mal so, du darfst heute dieses Mal die Base mal bauen. Nee. Doch. Das klappt eh nicht. Ja, aber dann... Kann ich dich mal fertig machen? Go. Das fehlt auch nicht. Jetzt will ich was sehen. Go. Flushy, in der normalen, natürlichen Hackordnung, da gibt es halt Leute, die werden fertig gemacht und es gibt Leute, die machen fertig. Und ja. Du bist einfach keiner von denen, die fertig machen. Weißt du, wir können hier jetzt versuchen. Ja, produziere mich weiter. Produziere mich weiter. Merk mir das alles. Alles. Jetzt kommen Liste. Wir hier mit dem Karren ran, auf einen Meter oder zwei, und dann können wir erstmal hier die ganzen Bäume so ein bisschen. Ja, aber das Ding ist ja, zum Beispiel Lasse hat ja schon gesagt, aus Stein besser, Stein gut. Ja, aber Holz kannst du halt unendlich viel holen. Die Scheiße wächst unglaublich schnell nach und du hast halt 12 Trillionen. Du stellst dich also jetzt auch gegen Zuschauer. Okay, nee, wollte ich nur wissen. Gut. Ja, also... Nein, ne? Weißt du. Ich hab's verstanden. Gut. War klar. War ja klar. Ja, komm jetzt mal hier ran und sammeln mal die Bäume ein, die ich hier alle platt mache. Wir können ja hier eine Blockhütte bauen. Sollen wir hier eine Blockhütte bauen? Und dann bauen wir da einfach alles drumherum. Wir könnten auch mal irgendwo ein Baumhaus hinbauen. Hier, ja. Komm doch mal hier an. Hier baue ich erstmal ein Baumhaus hin. Ja, wie wär's denn, wenn wir den Baum, der hier noch so einzeln rumsteht, nehmen? Den Rest machst du komplett kaputt. Bruder, wo steht denn hier noch ein einzelner Baum rum? Ja, das ist viel zu klein. Das ist ein Babybaum, ey. Da hätte ich den hier stehen lassen müssen, aber gut, das wusste ich ja nicht. Hm, okay. Das war weg. War gut. Ja gut, kann man ja mal gucken, ob man da ein Baumhaus bauen kann. Ich guck mal. Ich bin ja der Bob, der Baumeister. Also baust du jetzt, okay. Nee. Doch, bau ruhig. Bau du mal ruhig. Wo war das Ding denn noch? Es wird nur welche da dunkel. Baumhaus. Und dann können wir uns aufs Baumhaus retten. Oh ja. Der Baum scheint zu klein zu sein.
Ehrlich? Ja, ich glaube, das aber hier, hier in den Baum, hier passt er rein. Zack, da kommt er auch rein. Ja, dann mach den Rest weg. Ja. Wie viel brauchen der? 35. 35 Bäume. Komm, fall in die Richtung. Danke. Sehr schön. Zack, zack. Zack, zack. Hä? So. Hä? Weiter geht's. Hä? Was denn? Ist mit dir, du dämlicher Baum, ey. Fall endlich. Jetzt mach ich dich fertig. Hast du hast auch noch Seile im Inventory, oder? Ein paar habe ich, glaube ich, noch, ja. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall zwei Seile. Nein, ich habe gar keins mehr im Inventar. Aber ich könnte eins herstellen mit meinem Stoff, mit meinem Stift drü. Ja, mach das mal. So. Da ist mit dem Baumhaus gleich fertig, du. Da ist das Baumhaus gleich fertig. So. Was ist denn hier vor mir? Wo ist denn hier durch? Das ist ein Baumstamm. Aua, fahr mich nicht über, Junge. Fahr mich nicht über. Was ist das denn für ein Deutsch? Fahr mich nicht über, Junge. Ja, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Hau ab. So, ein Baumstamm, ne? Okay, ich komm. Also es ist die Hälfte von dem, was du maximal tragen kannst, ne? Also nur, dass du... Hier schlafen, klar. Ich komm mit. Nein, bleib unten, das ist meins. Nö. Ich hau dich. Hallo. Ich hau dich. Hallo. Kann man das Seil jetzt irgendwie einziehen oder so? Oder die können wahrscheinlich nicht klettern, die Spachtel, oder? Ich denk nicht, dass die klettern können. Oder? So, kriegt auf jeden Fall einen blauen Hintergrund bei mir, damit ich weiß, wo die Hauptbase ist. So, das wird jetzt auf jeden Fall unsere mega geniale, super, hyper, duper, Dings da. So, wollen wir hier noch ein paar Bäume fällen oder was wollen wir machen? Über Nacht. Ja. Können wir eigentlich noch ein bisschen. Gut. Kommst du mit dem Karren hinter mir her oder wie machen wir das? Ja, sicher. Gut, dann fäll ich hier. So. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, fällt der Baum oder nicht? Warte mal, ich guck mal. Ja, er fällt. Ja. Er fällt nach vorne, er fällt. Was war jetzt dein Auftrag? Was sollst du machen? Bäume fällt, wir brauchen hier eine Mauer wieder. Los, fall nach vorne, los, komm. Sehr schön. Wo ist der nächste Baum? Willst du echt eine Mauer bauen? Also aus Holz meine ich. Ja. Oh, ich glaube mein Benzin ist alle. Oh, ich habe noch keinen Nutzer. Alles klar, läuft. Ich glaube hier ist irgendwo ein Zombie. Hallo? Zombie? Oh, keine Ahnung. Zombies gibt's jetzt auch schon. So. Hopp. Hallo? Tap. Fein. Ja. So, machen wir jetzt hier den Tag und die Nacht auch durch? Also die Nacht sammeln wir auf jeden Fall Mats ein und dann würde ich sagen, machen wir den Tag durch. Dann haben wir nicht die angestrebte Doppelfolge. Oh yeah. Oh yeah. Die Karre ist jetzt voll. Oder? Ich muss mal kurz hier Wassernachschub holen, einen Moment. Okay. Hast du den hier aufgestellt, Danny? Er stand doch gerade noch nicht hier, oder? Danny?
Danny. Danny ist weg. Wenn du einen, hinten einen stehen siehst, mit einer Kettensäge, aber er dir nicht antwortet. Danny? So. Danny. Bin ich noch am Leben? Ich bin ja noch am Leben. Ja. Wie kommt das denn? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du es verkackst. Ich habe schon ein bisschen Hunger, muss ich sagen, weißt du? Hm, genau. Nochmal zu meiner Frage von gerade, als du nicht da warst. Hast du diesen Typen hier vorne aufgestellt, mit dem Nägel im Kopf? Ja, klar. Ach, cool. Das war mein drittes Opfer. Wo denn? Wo habe ich den aufgestellt? Ich habe was vergessen. Hier. Das war ein süßer, du. Oh, ich habe es auch sehr gut gemacht. Kurz auf den Gashebel gekommen. Sollen wir jetzt die Blockhütte hier bauen? Ja, nein, vielleicht. Ja, das natürlich. Ist egal. Ach, kommt ja gleich die Blockhütte hin und dann ist gut. Weißt du, hier wird nicht mehr lang rumgefackelt, hier wird gearbeitet. Ja, richtig. Du, dann hack 89 weiter. Fucking Baumstämme. Du kannst weiterhocken, glaube ich. Ich muss jetzt gleich erstmal was essen, ich habe Hunger. Ja, dann isst was. Haben wir noch genug hier eigentlich? Ich glaube, ich habe noch Snacks dabei. Ich habe nur noch einen Snack bei. Ah, ich habe noch 2 Stück gefuttert. Noch eine Pepsi hinterher, dann läuft das mal wieder. Müssen wir wieder Baumstämme finden hier. In der stockfinsteren Nacht. So, los. Los, fall um. Ja, sehr gut. So, ey, was war das? Ist das ein Frosch? Los, fall um. Wo? Nee, ein Eichhörnchen ist das, glaube ich, oder? Ich hab ein Eichhörnchen. Ich hab noch ein Eichhörnchen gesehen. Mal gucken. Ist das tot? Was ist denn? Los, fall um. Und das läuft ja echt wie geschnitten Brot, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich werd vom Eichhörnchen verarscht, ne? Das wundert mich jetzt nicht. Alter. Der steht ja in der Evolutionshierarchie auch deutlich weiter höher als du. Weißt du? Deutlich weiter höher ist jetzt aber auch nicht so brillant gewesen. Also da habe ich schon mal schlauere Sätze von mir gegeben. Ne, ich war auch schon einer der Schlauesten, wie ich fand. So. Da ist noch ein Bäumchen. Für den Standard, den du bringst. Du gehst auch bitte nach vorne, danke. Kann ich das jetzt eigentlich tragen und die Karre? Holst du hier eigentlich auch noch irgendwas ab oder sitzt du da jetzt gerade nur rum? Ich hole jetzt gerade den zweiten Karren. Der erste Karren ist ja leer. Aber ich stelle den hier hin, dann kannst du bauen. Nee, nimm du doch einfach das Teil und sammel ein. Also hier liegen jetzt 37.000 Baumstämme. 37.000, wir brauchen doch nur. Wir brauchen nur komm noch mal dem, 60. Komm mal mit dem Karren hier. Ja, gut, dann mach ich den mal eben voll. Sekunde. Das wird hier morgen früh auf jeden Fall anders aussehen als gestern Abend. Meinst du? Ich denke. Ich bin echt verwundert, dass hier noch niemand uns besucht vorbeigekommen ist. Ja. Aber gut, die wissen, dass ich hier bin, ne? Naja. Ich den Gestank ich auch nicht ertragen, ne? Was? Ich habe gerade frisch geduscht. Ja? Wo? Ja. Oh Mann. Das hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt hier, aber... Noch mehr drauf. 2 Katzen noch drauf. Nee. Richtig hell wird's aber auch nicht, oder? Noch nicht, ne. Ist ja auch noch mitten in der Nacht. Nee, du. Ach Quatsch, kein Scheiß, ey. Ja, voll die Karre. Mehr voll der Karren hier. Ich hätte den Baumstamm umgefahren. So. So. Und? Komm schon. So. Läuft, ey. So, wie viel noch? Warte, immer noch 34. Oh. Hey. Was ist? Der Karren ist umgekippt. Ihr guckt sie die Scheiße an. Ja. Benutzerfehler, eindeutig. Das hier, ja.
Ganz klarer Benutzerfehler. So. Hallo, auf Bre. Bre? Wer ist denn Bre? Ja, nimm mit. Ja, das ist doch mal eine schlaue Sache, weißt du? Ja, endlich. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Endlich arbeitest du mal mit. Toll. Stand du gerade hinter dir und hat den Tipp gegeben, oder wie sieht das aus? Ah. Oh. Eieiei. Was ist mit dir? Ich musste mich gerade kurz kratzen. War sehr genüsslich. Genussvoll, meine ich natürlich. Ey, kleines Reh, komm her. Okay, dann halt nicht. Ganz schön schnell der Sagebuck. Das ist so geil. Während ich den Baum mit einer Hand kaputtsäge, mit der Kettensäge, zünde ich mein Feuerzeug mit der anderen Hand an. Der Typ ist schon echt, der hat einfach. Der ist einfach lässig. Ja, ist einfach lässig. Einfach ein lässiger Gewinner. Das ist ein Gewinner-Typ, das habe ich von Anfang an gewusst. So, kannst du den anderen Wagen nochmal holen? Dann müsste die Kiste eigentlich auch schon stehen. Ich hoffe es zumindest. Ja, fehlen noch 22, wie du unten links lesen kannst. Alles zu lesen kannst. Was war das? Hast du jetzt abgebrochen? Weiß ich nicht. Oh Gott! Du Flasche, ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Du hast es nicht abgebrochen. Wo ist denn jetzt das ganze Holz hin? Alter! Da stand C, ich habe da C gedrückt. Oh. Sag du mir doch mal was von wegen mit Evolution und ich am unteren Ende, ne? Also wenn ich ganz unten stehe, ne? Da frage ich mich ja gerade... Es ist halt alles eine Frage der Perspektive. Jetzt mache ich hier nicht fertig. Aber ich muss auch sagen, ich fand die sowieso relativ hässlich. Deswegen, ich habe mir dann gerade gedacht, die sieht scheiße aus, die muss nochmal gebaut werden. Alter! Ah! Ich brauch's zu essen, du Arschloch. Ich hab noch Schokoriegel. Ne, doch nicht, esse ich jetzt selber. Doch, ich hab noch zwei. Willst du haben? Kannst mich. Ne, komm her. Ich fütter dich. Alter, da reißt ja diese scheiß Hütte ab. Ja gut, die war ja auch noch nicht ganz fertig, ne? Es war jetzt nicht so schlimm. Da fehlten ja noch 5-6 Stämme. Stell dir mal vor, die wäre fertig gewesen, ich hätte die abgerissen. Boah, fick dich ins Knie, du Dreck, bist du... Alter, was ist denn da los? Scheiße. Das war nicht witzig. Also ich finde, das war eine Arschoration von dir. Kannst du mir mal bitte was zu essen geben? Nö. Ich hab gib mir was zu essen. Ab, ja, komm her. Nö. Komm jetzt her. Es wird hell. Hier. Ey, ich hab dir gerade Schokoriegel bereitgelegt. Hier. Friss und stirb, weißt du? So. So, jetzt, weißt du, im Tageslicht geht das auch alles viel besser. Baum fällt! Schon wieder. Ja, aber warum fällen wir jetzt nochmal Bäume? Die Blockhütte ist abgerissen, so wollte ja irgendwie keiner haben. Aber oder nein, das stimmt so nicht. Ich habe nur gesagt, die ist hässlich gewesen, wir müssten eine andere bauen. So, dann fällst du dahin, dann fällst du auch in die Richtung. Also ich baue jetzt hier gar nichts mehr, ne? Aus Warum Holz. Nicht? Ja, weil du es ja wieder einreißt. Ich schlepp doch nicht die ganzen Bäume dahin und dann reißt du es kurz vor Ende wieder ich ab. Ich wusste doch nicht, dass C bedeutet Abriss. Also nee, bitte. Deswegen ist auch so ein dickes rotes X. Nee, das stimmt gar nicht. Das war ganz anders. Ich könnte dir jetzt auch sagen, wie es war, aber du glaubst mir ja sowieso nicht. Von daher spare ich mir die Luft und denke mir so, okay. Ja, das war's. So, wir müssen jetzt wieder in die Unterkunft. So, wir brauchen jetzt eine Blockhütte, Floschi. Warte, ich baue jetzt mal eine vernünftige Blockhütte hier.
Eine, die sich auch, genau. Die sich auch lohnt, dass sie ausgestellt wird, weißt du? Wie laut ist diese Motorsäge? Ja, die kann das. So, die kommt jetzt genau hier. Bam. E. Bam. So, das ist die perfekte Mischung. Das ist eigentlich quasi das Optimum, was man erreichen kann. Ich höre dich gerade nicht, die Motorsäge ist so laut. I'm so sorry. Okay, jetzt hätte ich fast schon wieder hier gehört. Oh, ich glaube, ich habe die falschen. Ja, ich habe die falschen Bären gegessen. Ich glaube, jetzt werde ich sterben. Hoffentlich. Was? Nein, nicht. Armer Junge. Flushy, du überlebst mich aber wieder, oder? Ja, nicht irgendwie so. So, gut, ich mache jetzt nochmal die Kurz. Die anderen. Boah, guck mal, wie viele Bäume wir hier noch im Umfeld haben, ey. Das wird ja. Das wird ja hier ein Zuckerschlecken, hier eine Base hinzubauen, weißt du? Das ist dumme Reh, ne? Das verarscht mich die ganze Zeit, das wird jetzt getötet. So, du fällst in die Richtung, sehr gut. Immerhin getroffen. Scheiß Vieh. Keine Pfeile mehr, ey. So, perfekt. Wo sind denn die Federn? Ja. Oh, noch ein bisschen Stoff, sehr gut. War schon wieder Gas leer. Auffüllen und weiter geht's. Boah, ich hab schon zwei Benzinkanister leer gesoffen, ey. Das Reh. Wo ist das hin? Das Ding. Sammelst du den Scheiß eigentlich ein oder fäll ich hier jetzt für lau? Ja, ich bin die ganze Zeit am Einsammeln. So, hier sammle ich nochmal ein. Hier. Den Strauch sammle ich auch ein. Du lügst, oder? Nee. Nee. Ich wollte erstmal einen Karren. So. Nein, ich wollte den Karren. Dann bring die Karren her, dann können wir den schön voll machen, dann kannst du den, das ganze Holz gleich wegbringen. Wo ist der andere Karren? Der wird dir mit einer lilanen Fahne angezeigt, aber ich hole ihn dir. Pass auf. Genau. Hast du noch mehr zu essen dabei? Ne. Meine Schokoriegel-Vorkommen sind erschöpft. Naja. So, Karren herkommen, hier der andere, eine ist voll hier. Es wäre schon cool, wenn du ein bisschen, dir ist schon klar, dass da noch Holz drauf ist. Ja, oder? Aber dann mach den noch voll und dann kannst du den auch mitbringen. Kannst du den leeren wieder mitnehmen. Irgendwie ist die Steuerung verwirrend. So, Blockhütte die zweite. Nee. Wie gesagt, es hat einfach den Hintergrund, dass die ursprüngliche Blockhütte, so wie du die bauen wolltest, halt scheiße war. Ja. So, nimm den Karren mit und hau ab. Ich hab zu labern. Okay. Ich möchte mich ganz gerne erklären. Ich finde das doof, dass du mich hier vor allen Leuten denunzierst. Öffentlichkeitswirksam, weißt du? Hm. Finde ich unverschämt. Das Gute ist ja, diesen Kanal guckt ja eh keiner, deswegen kann ich dich ja gar nicht denunzieren. So, wo ist der? Wieso kann ich diese Scheiße. Ja. Also dafür, dass wir hier angeblich neben einem eingeborenen Dorf gebaut haben, haben wir relativ wenig Besuch bisher bekommen, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, wenig bis gar nicht, ne? So, der ist noch wieder voll. Bisschen schneller könntest du noch, ja? Schon ein bisschen an, Junge. Ich bin zwar unvorstellbar stark, aber nicht besonders ausdauernd. Alles, was ich zu leisten imstande bin. Es tut mir leid. Pocahontas. Okay? Es tut mir leid, Pocahontas. Nee, wir haben uns entschieden, wir singen auf diesem Kanal nicht. Wir haben uns entschieden, dass du nicht singst. Nee, wir haben uns entschieden, dass du ganz sicher auch nicht singst, mein Freund. Hä, wann das denn? Ja, das habe ich schon so entschieden. Nee, wann? Ja, vor geraumer Zeit habe ich immer mal gesagt, hör auf zu singen, sonst wird das hier gar nichts, Freundchen. Ungefähr ja, so in der Art. Sicher, dass ich dabei war? Definitiv, ja. Wahrscheinlich, dass du mir. Konntest du mir mal wieder nicht folgen? Das ist ja bei dir jetzt keine Seltenheit. Wahrscheinlich. So. Karren ist auch wieder voll.
Warum diese Scheißhütte zweimal? Ich fass es nicht. Das hat so seine Richtigkeit. Captain Doofy hier. Captain was? Das habe ich nicht verstanden. Captain Goofy. Captain Goofy. Okay. Captain Goofy. Wolltest du erstmal kurz was zum Podern? So, wie viel brauchen wir denn noch? Noch immer 30 Stück. Und hier ein paar Fischis. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo willst du die denn hinbauen? Du brauchst das Ding doch jetzt nicht einfach mitten in die Gegend rein. Ja, ich mach's gleich fertig. Da muss ich nicht gleich zum Lager zurückrennen, weil ich muss da auf jeden Fall gleich was essen. Das sieht behindert aus, Junge. Ja, wenigstens hab ich nicht C gedrückt, ne? Du sollst doch Holz hacken. Nee, ich will auch Fische fangen. Boah, ich fang keine Fische gerade irgendwie. Ich hab den schon 6-mal getroffen. Ey, ich nehme das nicht auf. Ah. Boah, ist das ein Riesending gewesen. Also der Fisch. Boah, hier, jetzt aber 3 hintereinander. Und der Riesenteich. Fischis hängen? Komm, bitte. Ach, wir können natürlich auch einfach ein Feuerchen hier machen. In der Blockhütte wäre eventuell ganz cool. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht so ganz gut harmoniert. Eine Holzblockhütte und ein kleines Lagerfeuer. Ich glaube, das wird die Programmierer nicht interessiert haben. Oh, ich hab schon zu viel. Damit ist die Folge gebaut. Ich fass es. Kommst du mit dem Karren hier mal ran, oder? Ja, ja. Bin gerade auf dem Weg. Ich sammle ich sammle dir die Baumstämme immer mal kurz so ein bisschen zusammen. Dann kannst du die so draufpacken. Dann musst du nicht so weit laufen immer. Toll. Supi. So bin ich zu dir. Komm, fall. Fall, fall, fall. Oh yeah. Für diese Folge die Blocke dann noch fertig kriegen oder bauen wir noch eine dritte? Du bist so witzig. Wo hast denn du die jetzt gefällt? Hier hinten, bei mir. Hier. Ja. Hier. Rechts von dir, ja, und dann links von dir liegen nochmal 4. Und der Rest, der kommt jetzt erst hier hinten wieder. Oh, ich habe ein bisschen Hunger, ey. Zehner, dass das jetzt aufs Baumhaus fällt. Das gucke ich mir an, das Spektakel. Nee, da passe ich schon auf. Und das schaffst du. Guck, fällt perfekt. Perfekt ist anders, aber gut. Lassen wir so gelten. Komm schon, fall, fall, fall. Ja, sehr gut. Das ist ein Wahnsinnstempo, ey. Das ist echt toll. Ich weiß. Bin echt begeistert in die Richtung. Von dir. In die Richtung, ja. Ja, perfekt. Und auch in die Richtung. Komm, ich bin komm, voll. Ja. Yeah. Der Karren ist voll. Bring ihn mal zurück und hol den nächsten. Stein jetzt auf einmal her, war mir noch nicht hier. Wow. Boah, ich bin echt. Boah, ich habe definitiv den falschen Beruf gewählt. Ich hätte einfach mal ganz entspannt Holzfäller werden sollen. Weißt du? Ein richtig geiler Holzfäller-Boy. Du könntest jetzt gleich hier wieder hinkommen und C drücken, wenn du willst. Also, das ist ungefähr jetzt. Der Witz ist langsam ausgelutscht, nee, weißt du? Der die Zuschauer ist lachen auch schon nicht mehr. Welche Zuschauer, meinst du? Oh, der Witz geht immer, der Witz geht immer. Deine Mutter und meine Mutter. Let's go! Jetzt habe ich auch langsam Hunger und Durst. Ich glaube, was zum Geier springt mir da der Baumstamm entgegen, ey. Schlag ihn. Puh. Du. Puh. So, 2 Stück Bräu noch. Schön. Sehr, sehr schön. Alles klar. Wieso trifft er die jetzt nicht? Aha. Warum machst du jetzt die kleinen Bäume kaputt? Die müssen nachwachsen hier, damit wir bald wieder die großen Bäume haben. Ich habe nur eine Eidechse kaputt gemacht. Ah, okay. Das Glück gehabt. Du hast ja einen vergessen. Den habe ich nicht vergessen, den habe ich extra stehen lassen, damit er sich vermehren kann. Ah, okay. Ach, sind das Rudeltiere, diese Baumstämme? Genau, richtig. Aber war mir klar, dass du das natürlich mal wieder nicht weißt, weißt du?
Ja klar. Ja klar. Es ist so Grundschule und Loschi kriegt dann mal wieder. Bitte drück die ganze Zeit E und nicht C irgendwann, okay? Ja, alles gut. Vor allem, wie lange hast du denn da gerade? Du musst ja C doch schon eine Weile gedrückt haben. Nein, halten. Das ist, ging ganz schnell. Ich habe einmal aus Versehen C gedrückt. Du kommst ja nicht rein. Raus, raus mit dir. Oh, guck mal, hier kann man speichern. Schön. Cool. Spannend. Aber ich will jetzt erstmal zur alten Base und will jetzt erstmal was zu essen. Weißt du, ich habe jetzt so erstmal so richtig geil Hunger. Und habe jetzt richtig mal Bock auf so ein richtig schönes, saftiges Stück Reptilienfleisch. Aha. Und wenn ich dann damit durch bin, dann esse ich zum Nachtisch vielleicht noch ein Stück von dir. An mir ist nicht viel dran. Ah, das glaubst auch nur du. Was? Eine so krasse Lüge, da fällt mir gar nichts zu ein. Ja, also ich finde, dieser neue Platz ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Oder umläuft schon wieder so ein komischer Mutant? Ja, hab ich gesehen von hier. Aber ich möchte gerne erst in die Base und was essen, weil mit dem Pipapo an Ausdauer komme ich nicht mehr allzu weit im Kampf. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde die Base absolut geil. Der Standort ist der schiere Wahnsinn. Also ich glaube, besser kann man es einfach nicht treffen in diesem Spiel. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Kommentare. Aber ich bin da guter Dinge. Also ich denke, das bin mal, ich auch. Das war auch ein tolles Schlusswort von dir, Danny. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Danke für dieses Outro. Und möchtest du sonst noch was erwähnen oder den Zuschauern sagen, wenn du gerade so im Redeschwall bist? Ja, und zwar wie folgt. Ich wollte wohl demnächst einen neuen YouTube-Channel aufbauen und bräuchte dafür noch einen Partner. Also, wenn ihr Interesse habt, einfach kurz melden, weil ich bin mit meinem derzeitigen unzufrieden. Danke, tschüss. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.